Zum Glück hat uns der Heli nicht alle getötet. Zum Glück? Ich weiß ja nicht. Dad, die Raptoren, sieh nur! Mein Gott, sie versuchen, den Turm umzukippen. Er wird standhalten. Das muss er. Naja, ich will kein Risiko eingehen. Wir müssen von diesem Turm runter, bevor die Raptoren ihn umkippen. Die Notleiter ist gleich da drüben. Der Turm neigt sich so, dass sie uns vor dem Gehege absetzt. Am Anfang gut, aber der Zaun ist kaum ein Hindernis für die Raptoren. Wo sollen wir hin, wenn wir draußen sind? Wir schaffen es bestimmt zu den Versorgungstunneln da drüben. Wenn wir vor den Raptoren da sind, können wir sie aussperren. Hoffentlich haben sie recht. Lassen wir die Leiter runter. Wie geht's dir, Kleines? Ich will nach Hause. Ich weiß nicht. Ich auch. Alles wird gut. Versprochen. So sollte es gehen. Bewegt sich nicht. Sie ist brandneu, also klemmt sie wohl noch ein bisschen. Und wenn Sie mehr Gewicht einsetzen? Was, Sie meinen draufstellen? Genau, auf ihr runterfahren. Okay, aber wir müssen sofort los, sobald sie ausgefahren ist. Damit wir zusammenbleiben können. Liebes, ich will, dass du sofort nach unten kletterst, sobald die Leiter ausgefahren ist. Okay, Dad. Dr. Sorkin! Ich bin gleich unten. Sie können wirklich. Oh nein. Problem gefunden. Die Leiter ist leicht verbogen. Sie lässt sich nicht ausfahren. Aber vielleicht schaffen wir es mit Gewalt. Es ist bestimmt vom Absturz. Sieht so aus. Wir brauchen wohl eine Brechstange, um sie auszufahren. Oh, dann müssen wir uns aber was einfallen lassen, weil wir hier oben kein Werkzeug haben. Mit der Antenne können wir die Leiter vielleicht freihebeln, aber wenn ich sie so anfasse, bringt mich der Stromschlag eventuell um. Dr. Sorkin, die Antenne ist das Einzige, womit wir die Leiter hier oben freihebeln können. Wäre es möglich, die Lichter hier irgendwie abzuschalten, damit ich sie anfassen kann? Nicht von hier oben aus. Die Flugwarnleuchten sollen immer aktiviert sein. Ich kann sie höchstens blinken lassen. Wie? Ich kann sie vom Nacht- in den Tagesmodus schalten. Nachts leuchten sie konstant, aber tagsüber blinken sie, um mehr Kontrast zu schaffen. Warnleuchten sind jetzt im Tagesmodus. Hoffentlich steht das Kabel nicht unter Strom, wenn sie kurz aus sind. Ich hab's. Sie bewegt sich nicht mal, wenn ich draufspringe. Wie soll ich sie dann allein freiheben? Dr. Sorkin? Ja? Können Sie mir mal helfen? Sie drücken, während ich mich auf die Leiter stelle. Natürlich. Okay, Dr. Sorkin, ich bin bereit. Jess, Schatz, kletter sofort nach unten, wenn die Leiter runterfährt. Ich bin bereit, Dad. Beeil dich einfach. Okay, Dr. Sorkin, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Nochmal, auf drei. Eins, zwei, drei. Nein, Jess, warte. Nein. Mir geht's gut, Dad. Hier
Jetzt Sie, Dr. Sorkin. Okay, ich komme runter. Dr. Sorkin, beeilen Sie sich! Aus dem Weg! Ich springe! Okay, jetzt hoch und rüber. Mir geht's gut. Laufen Sie, Dr. Sorkin! Die Tür! Will ich springen? Verdammt, meine nächsten Kopfschmerzen kommen hoffentlich vom Tequila. Komm schon, Amigo. Das hier ist definitiv besser ausgegangen als dein letzter Tequila-Rausch. Da könntest du recht haben. Das Mädchen neben mir ist auf jeden Fall hübscher. Wie ist sie rausgekommen? Hab sie mit dem Hintern voran rausgeschubst. Überrascht mich, dass du sie trotz Zeitnot gerettet hast, denn man bedenkt, wie nett sie war. Wer sagt, dass ich sie gerettet habe? Also, der Helikopter ist hin. Und die einzige Person, die wir bisher gerettet haben, arbeitet nicht mal für InGen. Was jetzt? Vielleicht findest du im Wrack noch was Nützliches. Und kümmere dich um das Mädchen, während ich die Umgebung absuche. Verdammt, meine Kalaschnikow war im Helikopter. Wurde bestimmt geröstet. Bin froh, dass sie nicht scharf war. Hätte tödlich enden können. Da sind wir schon zwei, Amigo. Aber es war schon eine ziemlich gute Feuershow. Ich sehe nach, ob es dem Mädchen gut geht. Oscar will vielleicht mit dir reden, wenn sie aufwacht. Verschieben wir das kleine Treffen. Wow, Barbasol. Genauso eine Dose habe ich in San Jose. Oh Mann, ich hoffe, der ist nicht für ihr Gesicht. Ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist dann wohl noch voll. Oben kommt nicht viel raus. Klingt halb leer, fühlt sich aber voll an. Warum? Mein Stiefbruder hat seine Zweitschlüssel in einer falschen Getränkedose aufbewahrt. Ich frage mich... Die Lady hat ein Geheimversteck. Aber für was? Diese Rasierschaumdose ist ziemlich gut gemacht. Für wen zum Teufel arbeiten Sie, Lady? Verdammt, da waren all unsere Waffen drin. Hab mich gerade erst an die Kalaschnikow gewöhnt. Ich behalte das Ding besser im Auge, damit wir rechtzeitig weg sind, wenn es in die Luft fliegt. Diesmal reicht eine Hilfseinheit nicht, um die Maschine zu reparieren. Sieht ziemlich sicher aus, aber ich schaue lieber nochmal nach. Kein Treibstoff mehr. War wohl eine heftige Explosion. Da kann nichts mehr explodieren. Wir dürften hier sicher sein. T-Rex verzieht sich. Verdammt, Oscar. Ich habe nur eine Hose dabei. Thank you.
Der Helikopter explodiert nicht. Aber alles, was drin war, wurde gegrillt. Auch unsere Waffen. Keine Dino-Spuren, keine Reste. Das ist unser neues Basislager. Hey, guck mal. Ich habe eine Dose Rasierschaum in Ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Hier. Und was jetzt? Wir versuchen, das Ding noch zu reißen? Ja, ich gehe auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen geht das nur unauffällig. Soll das heißen, ich könnte das nicht? Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin. Aber vielleicht kocht der hübsche Billy sie weich. Das wird schwierig. Dios mio! Sie können Türen öffnen. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Du hast recht, Liebes. Wir sollten weitergehen. Verschlossen. Clever. Ey, Dios mio, warum bin ich nicht tot? Sie haben mich zurückgelassen, Idiotas. Zumindest hat mich einer von denen da rausgeholt. Weiß nicht, ob ich dasselbe getan hätte. Wohl eine Weile bewusstlos. Die Embryos müssten erstmal sicher sein.
Nein, nein, nein! Suchen Sie das hier? Das gehört mir! Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Herr damit! Sofort! Ich habe auch keinen Rasierschaum mehr. Stört Sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht zitteln! Aber man soll den Schaum vorm Benutzen gut schütteln. Steht doch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich InGen fragen? Embryos! Dinosaurier-Embryos! Sie sterben, wenn Sie sich fallen lassen! Embryos, ja? Wow! Ich wusste, dass Sie irgendwas im Schilde führen, aber das ist ziemlich clever, muss ich zugeben. InGen wird begeistert sein, wenn ich die mitbringe. Bonus, ich komme. Hören Sie, Yoder! Bill, vielleicht können wir einen Deal machen. Klingt interessant. Reden Sie. Bitte! Ich erwarte nicht, dass Sie mir vertrauen, aber Sie sollten sie mir einfach zurückgeben und mich gehen lassen! Zwischen uns Söldnern. Könnten Sie sich an einer Stelle anders verhalten? Wir könnten alle gewinnen. Lassen Sie Ihren Freund diese Leute retten, während wir die Embryos verkaufen. Hören Sie, Lady, wir haben beide einen Job zu erledigen. Aber in dieser Situation bin ich der Gendarm und Sie der Räuber. InGen hat mein Volk auf dieses Land gebracht. Sie haben sie mit vorgehaltener Waffe umgesiedelt. Und wenn man ihnen den Dschungel nimmt, treibt sie das in die Armut. In dauerhafte, zerstörerische und ausweglose Armut. Wollen Sie wirklich für ein Unternehmen arbeiten, das so etwas tut? Nicht nur Sie hatten es schwer im Leben, Lady. Sie wurden von den Leuten abgezogen, die meine Rechnungen zahlen. Außerdem habe ich gehört, dass die Insel von der kostarikanischen Regierung vermietet wurde. Legen Sie sich doch mit denen an. Ich habe eine Tochter. Ich brauche Geld, um sie aus dem Ghetto zu holen. Sie wissen, wie es Mädchen dort geht. Sie verdient ein besseres Leben. Im Ernst? Okay, reden Sie weiter. Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt für sie eine nette Summe raus. Diese Embryos sind mehr als 1 Million wert. US-Dollar! Ich habe einen Käufer. Bringen Sie uns zu ihm und wir werden reich. Klar, als ob InGen einen freien Mitarbeiter wie mich nicht unter die Lupe nehmen würde, wenn sie merken, dass die Kronjuwelen fehlen. Keine Chance. Wie viel zahlt InGen dafür, dass Sie Ihr Leben riskieren? Wie schnell werden Sie wohl ersetzt, wenn Sie ein Bein verlieren, sich den Rücken brechen und nicht länger aus Helikoptern springen hey, können? Hey, das geht Sie nichts an. Sie zahlen mir genug für das, was ich tue. InGen klopft Ihnen nur auf die Schulter und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich mache aus Ihnen einen reichen Mann. Ihre Schulden werden bezahlt. Sie können kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut und Sie helfen mir, meine Tochter zu retten. Jeder hat halt sowas davon. Okay, das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu Ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oscar ist dabei. Warum? Weil er mein Partner ist, darum. Das geht schon klar. Vertrauen Sie mir. Warten Sie erstmal ab und entspannen Sie sich. Nicht jede Frau erlebt auf einer tropischen Insel einen Sonnenuntergang mit Billy Yoder. Also, irgendeine Idee, wo genau im Park wir uns befinden? Wir sind nicht weit von der Meeresausstellung entfernt. Und das Telefon dort funktioniert. Zumindest ging es heute Morgen noch. Kommen wir von den Tunneln dorthin? Ich glaube schon. Also gut, gehen Sie vor. Ich will uns so schnell wie möglich herausholen. Keine Wissenschaftsprojekte mehr, okay? Okay, verstanden.
Angst, Jess. Hier sind wir sicher. Wo führen all diese Türen hin? Zu den Wartungskorridoren. Dort werden alle wichtigen Systeme des Parks gesteuert. Strom, Wasser, Klimatisierung und so weiter. Durch die Tunnel auf dieser Seite sollen Tiere, Personal und Nahrung transportiert werden. Deshalb sind sie so groß. Sie sind vom Wartungsnetz getrennt, um Unfälle zu vermeiden. Wo wir schon dabei sind, uns besser kennenzulernen, warum ist Dr. Wu Chefgenetiker geworden und nicht Sie? Ganz einfach. Wegen der Frösche. Frösche haben Ihre Beförderung verhindert? Genauer gesagt, Ihre DNS. Bevor wir Dinosaurier klonen konnten, mussten wir entscheiden, wie wir die Lücken in den gefundenen DNS-Sequenzen füllen. Das weiß ich noch von der Tour. Sie haben Dino-Blut in Mückenfossilien gefunden, oder? Richtig. Ich wollte ein vollständiges prähistorisches Genom schaffen und zwischen allen verschiedenen DNS-Proben aus dem Bernstein Kreuzverweise erstellen. Es wäre sicherer gewesen. Hätte aber mehr Zeit gekostet, als der Vorstand uns geben wollte. Also hat sogar Hammonds keine kostenscheuen Philosophie ihrer Grenzen. Genau. Henry, Dr. Wu, schlug vor, die Lücken mit Frosch-DNS zu füllen. Sehr riskant. Wir wissen immer noch nicht von allen Effekten. Aber es war eine schnelle Lösung. Also wurde Henry Chefgenetiker und ich stand dumm da. Wollen Sie wirklich nicht zum Besucherzentrum, Dr. Sorkin? Ingen sucht dort sicher zuerst, wenn Sie nichts vom Rettungsteam hören. Diese Tunnel reichen nicht bis zum Besucherzentrum. Keine Ahnung, wie Sie das sehen, aber ich will nicht mehr draußen rumlaufen. Ich auch nicht. Hat jemand meine Zigaretten gesehen? Ich dachte, ich hätte noch welche. Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. Normalerweise ein paar Mal am Tag. Aber wir waren ja beschäftigt. Wo hatten Sie sie zuletzt? Gleich hier in meiner Tasche, dachte ich zumindest. Vielleicht sind sie rausgefallen, als wir vom Wasserturm gesprungen sind. Glaube ich auch. Naja, ohne sie bin ich wohl eh besser dran. Ich wollte Sie die ganze Zeit schon fragen, warum Sie Ihre Radiosendung nicht mehr machen, Laura. Sie hatten eine Radiosendung? Radio würde ich das nicht nennen. Ich habe mich in das Parksystem eingehackt und was aus meiner Sammlung gespielt. Dafür war ich aber in letzter Zeit zu beschäftigt. Mussten Sie Artie Bridges wirklich zeigen, wie das geht? Ich bereue es ja, aber woher sollte ich wissen, dass er so schlecht ist? Er hat mich angefleht und meinte, es wäre sein Traum, beim Radio zu sein. Er sollte sich lieber weiter um die Hausmeister kümmern. Schrecklich. Stimmt. Deshalb war es wohl nur ein Traum. Er nimmt seine Sendung übrigens vorher auf, damit er sie während der Arbeitszeit ausstrahlen kann. Habt ihr das gehört? Klang wie eine Ratte. Mhm. Dinosaurier sind nicht die einzige invasive Spezies, die Ingen auf die Insel mitbrachte. Es gibt viele Ratten in diesen Tunneln. Das Wartungsteam stellt hier unten ständig Fallen auf. Können wir kurz anhalten? Meine Beine bringen mich um. Schätze, wir könnten alle eine Pause brauchen. Ich weiß nicht, wie lange die Embryos noch überleben. Wir müssen meinen Kontakt am Boot treffen. Wir bleiben hier, bis Oscar zurück ist. Wir wissen doch nicht mal, ob er noch lebt. Oscar geht's gut. Er kommt schon zurück. Und wir werden bleiben, egal was passiert. Andererseits, vielleicht haben Sie recht. Na los, wir müssen hier weg! Keine Zeit, verstecken!
Ein bisschen vom Lysin-Präparat gefällig? Nein, danke. Wissen Sie was? Warum nicht? Nach dem ganzen Gerenne können Proteine meinen Muskeln wahrscheinlich nur gut tun. Das dachte ich mir auch. Ich habe mich schon seit Karneval nicht mehr so viel bewegt. Jetzt, wo die Parasaurier kein zusätzliches Lysin mehr brauchen, müsste ja ziemlich viel übrig sein. Was das angeht, nicht nur die Parasaurier. Wir haben das Gegenmittel in die Hauptwasserversorgung gegeben. Aber so erreicht es jeden Dinosaurier im Park, die Lysin-Kontingenz. Sie sind verrückt. Den Dinosauriern Lysin zu entziehen, war der einzige Sicherheitsmechanismus, der sie aus dem globalen Ökosystem fernhielt. Sie denken in menschlichen Lebensspannen, Jerry. Die Biosphäre ist zäh genug, um eine Generation Dinosaurier zu ertragen. Selbst wenn eine Erholungsphase nötig ist. Erholungsphase? Wir behindern schon ihre Fortpflanzung. Das ist ihr Todesurteil. Ja, aber wer weiß, wie viel Schaden sie bis dahin anrichten können. Ein einziger Brachiosaurus kann an einem Tag so viel Dschungel zerstören wie eine ganze Horde Elefanten. Was glauben Sie, wie viel eine Gruppe von ihnen mit dem Regenwald anrichten würde? Muss ich Sie daran erinnern, dass 120 Meilen mehr die Isla Nublar vom Festland trennen? Die Lysin-Kontingenz war grausam und unnötig. Sind Sie absolut sicher, dass keines dieser Tiere schwimmen kann? Ich bitte Sie, Jerry. So sind die asiatischen Elefanten von Sri Lanka nach Indien gekommen. So was ist schon mal passiert. Das ist doch lächerlich. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Sauropoden schwimmen konnten. Keinen. Okay. Angenommen, ein Dinosaurier könnte schwimmen. Dann wäre es trotzdem höchst unwahrscheinlich, dass er 120 Meilen offenes Wasser übersteht. Meeresströmung, höchst Haie... Höchst unwahrscheinlich? Hätten Sie vor 20 Jahren geglaubt, dass wir eines Tages Dinosaurier klonen, hm? Hätten Sie vor 20 Tagen geglaubt, dass unser Parksicherheitssystem komplett versagt? Sind meine Ängste wirklich so unvorstellbar? Nein, ich denke nicht. Die geringe Möglichkeit, dass ein Dinosaurier zum Festland schwimmt, ist nichtig, angesichts unserer Verantwortung, diese Tiere menschlich zu behandeln. Sie sind unseretwegen hier. Ich will nicht, dass diese Tiere sterben. Wirklich nicht. Aber wir alle haben der Lysin-Kontingenz zugestimmt. Das war eine Voraussetzung für die Arbeit. Für Sie vielleicht. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ich schon hier war, bevor von der Lysin-Kontingenz überhaupt die Rede war. Die Lysin-Kontingenz war Henry Wus Idee als Bewerbungshilfe für die Spitzenstelle. Und sie ist definitiv tödlich. Ich konnte ihn nicht aufhalten, aber ich war niemals damit einverstanden. Nicht eine Sekunde. Sie sind immer noch hier. Überlegen wir mal. Mein Lebenswerk fortführen? Oder zulassen, dass andere es korrumpieren, davon profitieren und mich daran hindern, jemals darüber zu sprechen? Habe ich eine Wahl? Nein, eigentlich nicht. Sie glauben den Umständen und ihrer Herkunft zum Trotz doch nicht wirklich, dass es okay ist, eine Spezies auszurotten. Geschweige denn ganze Speziesgruppen. Niemand hat das Recht dazu. Selbst wenn jeder Dinosaurier auf der Insel sterben würde, wäre Standort B noch aktiv. Wir könnten sie nochmal klonen. Was sie getan haben, war fahrlässig. Tut mir leid, Jerry, aber das ist naiv. Wissen Sie überhaupt, wie teuer es ist, nur einen Saurier zu klonen? Der Vorstand gibt sicher nicht noch mehr Geld für Hammonds Hirngespinst aus.